Gehen wir mal in die nächste Position dann rein, was wir wunderbar machen können. Und das ist eine geniale Position zur Geldbeschaffung. Ich habe das ja vorhin beim Auto erklärt. Ein bewegliches Wirtschaftsgut, das ich vorhabe, in den nächsten 3 Jahren zu kaufen, das mehr als 90% geschäftlich genutzt wird, darf ich bis zu 40% bis zu 3 Jahre vorher ansetzen. Begrifflichkeit ist Investitionsabzugsbetrag, geregelt im Paragraph 7G Einkommensteuergesetz. Und das ist eine super Geschichte, die ich aber nur machen darf, wenn ich Einnahmenüberschussrechner bin, also meinen Gewinn auf Basis von Paragraph 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz ermittle, wenn ich dabei weniger als 100.000 Euro Gewinn habe. Oder aber, wenn ich Bilanzierer bin, nach Paragraph 5 Absatz 1 meinen Gewinn ermittle, dann muss mein Eigenkapital unter 235.000 Euro sein. Das ist Eigenkapital, das ist Gewinn. Dann darf ich das tun in dem Unternehmen, das ich dort habe. Das Schöne ist aber, wir kennen unterschiedliche steuerliche Identitäten. Denn ich darf heute Unternehmer sein, zum Beispiel Arzt. Dann dürfte ich das tun, wenn ich die Grenzen einhalte. Dann darf ich aber auch ein zweites Unternehmen aufmachen, Verkauf von Kühlschränken. Dann darf ich das dort auch tun und ich darf ein drittes Unternehmen aufmachen, Brennholzverleih. Dann darf ich das dort genauso machen, ja? Ja, Sie lachen bei Brennholzverleih, es geht ja darum, Asche zu machen, ja? In diesem Bereich, ja? Und da schauen wir uns mal an, wie kann man denn da Asche machen, ja? Wenn man sich das genau anschaut und durchdenkt. Indem ich nämlich sage, ich möchte eine PV-Anlage erwerben. Wer von Ihnen hat denn eine PV-Anlage bereits auf seinem Dach, so die klassischen 5,5, 9 Kilowattstunden, ne? Okay, so eine PV-Anlage begründet, auch wenn Sie kein Gewerbe anmelden, auch keins anmelden müssen, begründet die einen Gewerbebetrieb. Es ist eine gewerbliche Handlung, die Herstellung von Strom. Eine PV-Anlage ist ein bewegliches Wirtschaftsgut. Sie können die nämlich von dem einen Dach abmontieren, auf ein anderes Dach draufsetzen und damit sind Sie berechtigt, 40% der Anschaffungskosten der PV-Anlage steuerlich geltend zu machen. Wer von den Leuten, die gerade gestreckt haben, dass sie eine PV-Anlage haben, hat das auch getan mit den 40%? Nur ein Drittel davon. Skalieren Sie mal das Thema PV-Anlagen nach Größe und denken nicht nur an die kleine Anlage auf Ihrem Dach, sondern denken mal drüber nach, dass das auf fremden Dächern sein könnte. Zum Beispiel landwirtschaftlichen Gebäuden oder wenn Sie Mehrfamilienhäuser haben, auf dem Mehrfamilienhaus und Sie versorgen Ihre Mieter mit Strom, die sogenannte Mieterstromregelung. Dann dürfen wir problemlos bis 500.000 Euro steuerlich PV-Anlagen auf fremden Dächern planen und 40% von diesen 500.000 Euro steuerlich vorher geltend machen in jeder steuerlichen Identität, die wir haben. Wie viele steuerliche Identitäten haben wir denn in unserer Familie? Eine steuerliche Identität sind Sie. 200.000 Gewinnwirkung. Die zweite steuerliche Identität ist Ihr Partner, insofern Sie verheiratet sind. 200.000. Die dritte steuerliche Identität ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts aus Ihnen und Ihrem Partner. 200.000. Insofern Sie ein Kind haben, das älter ist als 18 Jahre, haben Sie plus das Kind eine weitere Identität, Ihr Partner plus das Kind eine weitere Identität und Sie und Ihr Partner und das Kind eine weitere Identität. Das heißt, für jedes Kind kommen nochmal dreimal 200.000 hinzu. Ich denke, das würde für die meisten der hiesigen Teilnehmer reichen, ja? Das Einkommen entsprechend abzufedern. Das Schöne ist ja, wir haben staatliche Einspeisevergütungen, Renditen bei 0% Eigenkapital sind unendlich. Wenn ich es runterbreche, liegen wir bei 6-8% Jahresrendite immer noch, obwohl die Einspeisevergütung runtergegangen ist. Und das auf 21 Jahre garantiert. Und da kann man richtig Spaß entwickeln.